Ja, erstmal herzlich willkommen zu den Köllitzer Koi-Tutorials. Einige Kurzvideos zur Erklärung zum Thema Koi. Und heute geht es um vielleicht eines der Themen, um das sich die Gelehrten, was Aquaristik, was aber auch Teich angeht, seit vielen Jahren streiten. Die richtige Besatzdichte, was ein Koi-Teich angeht. Und früher hat man immer gesagt, maximal ein Koi pro Kubikmeter Wasservolumen. Ja, das kann man aber sagen, ein Koi, ein kleiner Koi, ein großer Koi, ja, macht nicht viel Sinn. Ja, es gibt kein Ergebnis, wenn man sich überlegt, ein kleiner 10-12 cm Koi wiegt zwischen 10 und 15 Gramm, wohingegen ein 80 cm Koi wiegt 10 Kilogramm. Ja, das ist das Tausendfache. Und das ist eben das Begründet, dass man mit der Angabe, man kann ein Koi pro Kubikmeter setzen, nicht sonderlich weit kommt. Jetzt könnte man sagen, okay, dann gehen wir aufs Gewicht. Ja, wenn einer 10 Gramm wiegt, ein kleiner, oder 15 Gramm, ein großer, 80 Zentimeter, 10 Kilogramm wiegt, dann können wir sagen, wegen wir 5 Kilogramm pro Kubikmeter Wasser. Auch damit würde man nicht weiterkommen, weil zum Beispiel die kleinen Koi, die brauchen sehr viel mehr Sauerstoff. Würde ich also sagen, ich hätte statt einem 50 cm Koi, hätte ich 200 als Gewichtsäquivalent, hätte ich 200 10-12er Koi, dann würde das auch nicht passen, weil die 10-12er würden sehr viel mehr Sauerstoff benötigen. So, was ist dann die richtige Angabe? Die beste Angabe, was die Besatzdichte angeht, ist, wenn man morgen keine Energie mehr dem Teich zuführen kann, weil ein längerer Stromausfall oder sonst irgendwas ist, dann sollten die Koi immer noch überleben. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich das? Da kann ich ganz einfach sagen, wenn Sie subjektiv das Gefühl haben, dass Sie entsprechend der Wasseroberfläche, entsprechend des Schwimmraums, was da ist, dass da noch Platz nach oben ist, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und da müssen Sie in der Regel auch keine Sorge haben, wenn da mal ein Stromausfall ist oder sonst irgendwas. Wenn Sie hingegen das Gefühl haben, wenn Sie an den Teich laufen, dass Sie sprichwörtlich über das Becken laufen könnten, so viel Fisch sind da drin, dann sollten Sie sich Gedanken machen. Und das ist auch ein Thema, was zum Beispiel Urlaub angeht. Ja, wenn Sie in Urlaub gehen, ist es empfohlen oder sind Sie gut beraten, wenn Sie dann weniger füttern. Weil was passiert, wenn während Ihres Urlaubsaufenthaltes es zu einem Stromausfall kommt und niemand ist am Teich? Das wäre nicht gut. Wenn aber die Koi während Ihres Urlaubs nur sehr wenig gefüttert werden, brauchen die zum Beispiel sehr viel weniger Sauerstoff, wie wenn sie gefüttert werden. Also aus Sicherheitsgründen, Koi sind Kaltblüter. Das heißt, oder sind wechselwarme Tiere, Kaltblüter ist ein alter Begriff, sind wechselwarme Tiere. Das heißt, sie passen ihren Stoffwechsel immer der Wassertemperatur an. Ja? Und sie können aber auch über eine sehr lange Zeit, weil sie die Körpertemperatur nicht halten müssen, können die eine sehr lange Zeit auch ganz ohne Nahrung auskommen. Das sollte man nicht provozieren und das ist auch nicht das Ziel. Aber bei einem ein- oder zweiwöchigen Urlaubsaufenthalt tun sie sich und auch im Falle eines Notfalls den Koi einen großen Gefallen, wenn sie weniger gefüttert wurden, weil dann die Zeit, wo sie auch mal eine absolute Katastrophe überdauern können, dadurch wesentlich verlängert wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.